Polaritäten aus dem Buch Der Plejadische Weg von Dieter Schwickert und Kimmern. Gedanken setzen Energie frei und Gefühle setzen Energie frei. Fantasien sind Bilder, die im menschlichen Bewusstsein bewusst oder unbewusst entstehen und auch sie setzen Energien frei. Ob es nun sogenannten gute Gedanken oder Gefühle oder schlechte Gedanken, Gefühle und Fantasien sind, spielt zunächst einmal eine untergeordnete Rolle. Im Prinzip gibt es für das Unbewusste keinen Unterschied zwischen der sogenannten Realität und einer intensiven Vorstellung, Fantasie. Die Gedanken und Gefühle sind das Glas, das die formlose kosmische Urenergie in konkrete, materielle Form bringt. Viele kosmische Zusammenhänge gehören zum großen Mysterium, das der Mensch mit seiner begrenzten Gedankenwelt und seiner begrenzten Fantasie wohl niemals entschlüsseln wird. Weil die menschliche Vorstellungswelt so begrenzt ist, braucht es zum Verständnis der Zusammenhänge dieser Welt nachvollziehbare innere Fantasiebilder, die der Verstand verarbeiten kann. Je nach persönlichem Entwicklungsstadium des Menschen mögen sich diese inneren Möglichkeiten der Vorstellung zwar erweitern, dennoch geht es immer wieder um die gleichen alten und bekannten Zusammenhänge, Erinnerungen in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Der Begriff Gott führt meiner Meinung nach zu Missverständnissen, da im menschlichen Bewusstsein die Vorstellung des Gottes der Kirche so tief verwurzelt ist, dass die damit verbundene Energie in eine Richtung gelenkt wird, die uns von der Wahrheit entfernt. Deshalb möchte ich dafür unter anderem immer wieder auch andere Begrifflichkeiten wie die eine oder einzige Quelle, die kosmische Kraft, die kosmische Urenergie oder ähnliches verwenden. Die kosmische Urenergie ist in ihrem Energiepotenzial im absoluten Ausgleich. Das ist nur deshalb möglich, weil es zwei gegengerichtete Energieströmungen im Kosmos gibt. Sind beide gleich stark und gleich schwach, sind sie im Ausgleich. Das Energiepotenzial ist neutral. Damit gibt es kein Spannungsfeld und keine daraus erzeugte Projektion materieller Realität. Und trotzdem ist im Energiepotenzial jede erdenkliche Möglichkeit enthalten. Nur, dass die positiven und negativen Möglichkeiten oder Energien oder Informationen sich energetisch ausgleichen und im Gleichgewicht halten. Um das zu verdeutlichen, ein kleiner Ausflug in die Mathematik. Kannst du dich noch an die Rechnung mit positiven und negativen Vorzeichen erinnern? Da ist zum Beispiel plus 5 plus plus 5 ergibt plus 10. Minus 5 plus minus 5 ergibt minus 10. Plus 5 minus minus 5 ergibt 0. Minus 5 minus plus 5 ergibt auch 0. Denkst du einen starken, bewussten, positiven Gedanken, dann erzeugt dieser Gedanke eine Energie. Wir geben diesem Gedanken einmal die Intensität 10. Weil es ein positiver Gedanke ist, geben wir ein Plus davor. 10 Minuten später denkst du einen sehr starken, negativen Gedanken. Auch dieser Gedanke erzeugt eine Energie, deren Qualität dem positiven Gedanken gegengerichtet ist. Dem negativen Gedanken geben wir als Beispiel ein Energiepotenzial von 9 und setzen ein Minus davor, weil es ja ein negativer Gedanke ist.
Das Rechenbeispiel, um die Intensität des erzeugten Energiequalität festzustellen, ist plus 10 für den guten Gedanken, minus 9 für den schlechten Gedanken. Daraus ergibt sich ein plus 1 an guter gedanklicher Energie, die in den Kosmos abgegeben wird und dafür sorgt, dass sich in deinem Leben eine angemessene Projektion materieller Gegebenheiten ergibt. Dazu kommt noch, dass jeder Gedanke ein Gefühl erzeugt. Die Gefühle sind der Schlüssel zur kosmischen Urenergie. Jedes Gefühl stellt ebenfalls eine Energie dar, die im Prinzip zu dieser Rechnung hinzugefügt werden müsste. Aber wir wollen es uns im Augenblick etwas einfacher machen und betrachten deshalb nur die Energie der Gedanken. Ein sehr einfaches und logisches Prinzip. Hier geht es nicht um irgendeine Technik zur Veränderung deiner Lebensumstände, sondern erst einmal um die Beschreibung kosmischer Gesetzmäßigkeiten. Die kosmische Urenergie ist nicht zu überlisten. Sie nimmt die Wahrheit dessen, was du denkst und fühlst, und projiziert sie dir in dein Leben. Der Kosmos betrachtet dich als Verbindung von positiver und negativer Energie, oben und unten, männlich oder weiblich, und projiziert dir die Summe positiver und negativer Gedanken und Gefühle auf bewusster und unbewusster Ebene als Realität in dein Leben. Ein komplizierter Satz. Zum besseren Verständnis. In dir sind positive Gedanken und negative Gedanken. In dir sind positive Gefühle und negative Gefühle. In dir ist eine bewusste Ebene und eine unbewusste Ebene. Und die Summe all dessen bist du. Das ist deine Ganzheit. Du Körper, du Geist und du Seele als Summe all deiner positiven und negativen Energien erzeugst ein absolut einzigartiges energetisches Spannungsfeld. Das ist sozusagen deine individuelle kosmische Persönlichkeit. Mit und durch diese von dir selbst erzeugten Energiefelder kommunizierst du ständig mit der kosmischen Urenergie, die für dich dementsprechend reagiert und dir deine abgesendete Energie als Spiegelbild in deinem Leben wiedergibt. Zu welchen Schöpferakten bist du fähig, geliebtes Wesen? Nun mag es ja sein, dass dir deine Schöpfung nicht sonderlich gefallen, weil dein Leben nicht so ist, wie du es dir vorstellst und wünschst. Das jedoch im Augenblick nur von untergeordneter Bedeutung, weil du ja gerade lernst, wie du in Zukunft die Umstände anders gestalten kannst. Hab also bitte noch etwas Geduld. Du bist eine einzigartige Verbindung von positiven und negativen Energien. In unserem falschen spirituellen Verständnis ist positiv das Gute und negativ das Schlechte. Das wahre spirituelle Verständnis gibt den positiven und negativen Energien den Platz im Leben, der ihnen gebührt. Beides ist ein gleichgewichtiger Teil des Ganzen und gehört zu den kosmischen Gegebenheiten und Abläufen. Mehr noch, das energetische Spannungsfeld zwischen positiv und negativ ist der Kosmos.